Was geht, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit einer neuen Folge God of War Ragnarök. Wir sind wieder unterwegs mit Kratos und vielen Dank erstmal an alle, die das letzte Video bewertet haben bzw. auch angeguckt haben. Und ja, wir machen heute weiter. Wir gehen hoffentlich auf die Reise in Richtung Tyr. Erstmal gehen wir zu Sindri, der uns schon rüberholt. Und dann gehen wir mal zum Kleinzwerg. So wahr ich hier stehe, ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht. Und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Ja, kennen wir auch nicht. Können wir nicht mal die Runen nehmen? Das wäre irgendwie. Wir konnten das ja. Nach euch, meine Freunde. Nice. Einmal durch. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Und Sindri ist ganz schön mutig, sich mit Kratos da ein bisschen anzulegen. Also der Zwerge. Hier. Guck mal, also. Von dem möchte ich keine gelangt bekommen, von dem guten alten Kratos. Ich will, dass sie das selber können. Haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Meere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Das ist also Sindris Haus in der Zwischenwelt. Sieht gemütlich aus, muss ich sagen. Dürfen halt nur nicht den Pfad verlassen, ne? Ja, also den Fimbulwinter haben wir abgeschlossen. Das ist schon mal eine gute Sache. Hier können wir wahrscheinlich nicht hin. Ja, lass mich doch mal erstmal gucken. Ich meine hier. Gut, dann Kratos läuft schon sehr langsam. Ich kann ihn eh nicht mehr steuern. Darum gucken wir jetzt mal rein. Kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen und Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tue ich. Aber es ist bloß da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist
dir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Genau, die Schmiede können wir nutzen. Stellen Sie Rüstung, Waffen auf Zusätze und Gegenstände mit gesammelten Ressourcen her und verbessern Sie sie. Die verschiedenen Dienstleistungen des Ladens können Sie über die neuen Navigationsleiste aufführen. Schilde verfügbar. Brock hat genug Material, um einen neuen Schild zu schmieden. Drücken Sie nach unten, um Schildmenü zu gelangen. Schilde. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Okay, das gibt uns 10 Abwehrpunkte mehr. Das wäre genauso. Das war ein bisschen klein, oder? Tschü, wie groß das ist. Aber es passt irgendwie zu Kratos, ne? Dieses große Schild. Furchtloser Schild. Ich nehme das Steinmauerschild. Hat irgendwie Stil, finde ich. Ausrüsten. Ja. Genau, ich meine das. So, dann können wir drücken Sie L2 und R2 meinen Reihe. Kasu. Genau, dann können wir die Armrüstung. Ja, ich weiß, wie es. Ja, ja. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Ja, ist ja richtig. So. Dann haben wir das für Atreus. Eine Rüstung, die von den legendären Huldu-Brüdern mit viel Sorgfalt gefertigt wurde. Sie soll eine ihrer besten Arbeiten sein. So, was haben wir hier noch? Ah, das geht Abwehr 5 und das gibt 3-1. Kraft gibt zeigt alles nix, also das, was wir jetzt immer haben, 5 mehr und 3 plus, ne? Mein 3 Stärke wäre nicht schlecht, mein 5 Abwehr wäre auch nicht kacke, also ich mach mal das. Armrüstung 144. Machen wir auch noch das hier. Dann sieht Kratos stylisch aus. Ich glaube, wir könnten das sogar schon upgraden auf 2, wenn ich das richtig sehe. Jo, wir könnten das sogar schon auf 2 upgraden. Müssen wir jetzt aber auch noch nicht. Ich will nämlich noch zu den Waffen gehen. Winter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Das außerdem. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Ich brauch keinen. Was ist denn das für ein Schläger? Achso, das ist der Knauf. Na gut. Wir machen die mal auf Level 2. Genau. Ich glaube, das. Können wir die Chaosklinge upgraden? Ne, das geht leider nicht. Das Schild haben wir schon gemacht. Ah, müssen wir es nicht verkaufen. Dann kriegen wir gleich noch eine Trophäe, so ungefähr. Köln-Brustrüstung. Keine Ressourcen mehr und hier auch nicht mehr. Okay, gut, dann haben wir. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Der Zwergenschmied Brock war der erste Verbündete, auf den wir auf dem Weg zum Berggipfel stießen. Er und sein Bruder Sindri hatten die Levitan-Axt für Fell gefertigt. Dadurch führten wir uns miteinander verbunden. Brock ist ungehobelt und hat ein unflätiges Mundwerk, aber in seinem Gepolteret steckt auch Weisheit. Ich finde seine Gesellschaft
nehmbar. Ja, wenn Kratos das sagt. Wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Na dann. Gucken wir mal, was in der Kiste drin ist. Hacken da mal rein. Und finden ein bisschen Eisenhacksilber und eine zerbrochene Rune. Das sieht schon sick aus, macht aber zwei Abwehrpunkte wieder weg. Im Gegensatz zu das, was wir im Moment haben, Stufe 1. Macht aber Glück 1 hoch. Und hier macht es Runenkraft. Die Armrüstung haben wir dann noch welche. Boah, tschü, wie viel die abziehen. Aber die sind halt auch Level, die darfst du auch nicht vergessen, die sind auch Level irgendwas. Da müsste man die eher wieder hochbringen. Für Atreus gibt es auch was, obwohl das sieht irgendwie schon ein bisschen sehr sick aus, finde ich. Ja, das sieht cool aus. Ups. Ups. Der Etanarzt beim Axtzusatz bekommen. Ja, das ist nicht schlecht. Mal den Düsterteil-Ding. Und die Chaosklingen haben was dazu bekommen. Glück. Keine Rune. Gut. Dann haben wir uns da ein bisschen ausgerüstet. Gucken uns hier jetzt mal ein bisschen rum. Rum vor allem. Nicht um, sondern rum. Nettes Häuschen ist es geworden. Nur, dass du den Topf gefüllt, dass in dem Topf gefüllt nichts drin ist. Also so ein bisschen was, aber das reicht doch nicht für Kratos aus. Also ich meine, der alleine würde den ganzen Topfinhalt aufessen. Hey, sieh mal. Nein, ich sehe jetzt nicht. Ich gucke mich um. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Also. Warum hier eine Leiter? Achso, ja gut, die sind klein. Ich hab grad so, ey, das ist eine Leiter. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Was soll ich dazu sagen? Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Erst irgendwo. Und jetzt gucken wir uns noch Sindria an auf unserer Reise nach Jötunheim. Hat sich Sindria als fähiger Schmied und wertvoller Verbündeter erwiesen. Jetzt hat er Atreus bei seiner Suche nach Tyr geholfen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass dies ohne mein Wissen geschah. Obwohl es besser ist, dass Atreus diesen Weg nicht alleine beschreiten musste. Ich werde versuchen, dem Zwerg meinen Zorn zu ersparen. Vielleicht keine einfache Sache. Ja, und ich glaube, Sindria würde da auch den Kürzeren ziehen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen. Nach mächtig Jäger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht, und drückt sich komisch aus. Das klingt
nach einer guten Vergleichsstudie. Naja, ich meine, ihr drückt euch auch nicht immer super aus. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim, ha, dämlicher Hasenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass ich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Sehr interessant, dass die das anders nennen. Aber die Zwerge halten ja auch nicht gerade viel von Odin. Tür auf. Hört ihr das? Boah, ich will wieder das Ding benutzen. Sind das irgendwelche Drachen? Die sind so weit weg. Ich kann die Größe nicht schätzen. Ich glaube, der ist nicht klein, der Drache. Und vor allem, was macht der da? Aber es ist ein großer auf jeden Fall und zwei kleine. Würde ich jetzt mal sagen. Einfach mal schätzen. Naja, gut. Atreus, konzentrieren. Wir müssen nach wo auch immer hin. Ja, jetzt können wir es endlich wieder. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifröstaugen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri! Du elender Mistkerl! öffne sie jetzt! Ah. Ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen. Immer noch unangenehm. Unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme. Verbrechwilkers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn, Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Hörner voran. Okay. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Lass mich raten, wir kloppen auf einen Stein oder so drauf. Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Ja, okay. Dann halt so, mythisches Tor, Yggdrasil-Weltensamen schalten den Zugang zu neuen mystischen Toren frei, meine Güte. Lassen Sie das Licht Yggdrasils auf Svartalfheim scheinen. Okay, drücken Sie X, während Sie den Cursor über das mystische Tor... Nach Svartalfheim zu reichen. Ne, wahrscheinlich muss ich hier drücken, oder? Ah, okay. Halten. Gut. Ab nach Svartalfheim. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist der in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Atreus, warum hältst du so einen Abstand irgendwie? Bin ich stinkig? Hä? Hä? Ist irgendein Problem?
Sintria ist, hat sich nicht verändert. Genauso ein Hypochonder wie vorher. Die Suche nach Tür. Oh, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Schön, oder? Also ich finde es hier schön. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Tschüss, wegen sie Sacksilber. Machen wir erstmal alles kaputt. Ne? Ich meine, das ist ja das, was wir am liebsten machen. Alles kaputt machen. Ja, echt schön. Hat schon was. Wir könnten das Boot nehmen, wir könnten es aber auch lassen. Ja, geh mal her. Ich hoffe, der steht jetzt hier nicht davor. Vorsicht, Junge. Ja, nimm doch einfach. Noch ein Scheusal, links! Ach, die sind so klein, das ist ein. So sind die so schnell. Weil du nicht schießen kannst. Wo sind die? Links von dir! Wo kommen die denn her? Ich brauch keins. Die ziehen ja nicht mal Lebensenergie wirklich ab. Wo sie. Ey, tschüss! Ja, Atreus ist besser, wenn er da schießt. Genau. Das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Toll. Du durch diese Kanäle, wenn du willst. Dass das Boot los ist, sehe ich auch, mein Sohn, weißt du? Also, das ist ja wirklich, also, danke für den Hinweis. Ich meine, der hebt das mit einer Hand hoch wahrscheinlich. Okay, er schiebt es halt mit einer Hand. Total entspannt. Oh. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Warum nicht? Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Es sind Ressourcen. Mutter nie nach früher gefragt hast. Worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt, Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als du. Nee. Ach so, klar. So, erstmal gucken, wie es hier so abgeht. Weib. Das würde Kratos überhaupt nicht sagen. Oder vielleicht doch? Ja, ist doch eigentlich schon. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, hier ist eine Kiste. Kisten sind immer ganz wichtig. Denn da lag, hackt da mal rein. Bumm. So. Außerdem wollen wir uns ja auch verbessern. Ist ja nicht so, dass wir auf der Stelle bleiben wollen. Stehen bleiben wollen. So. Ich glaube, wir müssen links, wenn ich das richtig gesehen habe. Dort gesehen? Ja. Hab ich. Und ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich hoffe, es kann nicht schwimmen. Ich hoffe, es ersäuft. Aber es ist eine schöne Gegend. Also da würde ich auch gerne durchpaddeln. Wirklich eine schöne ist das ein Tier? Ich wusste, wenn ich dagegen fahre, mache ich mir. Kriegt man was. Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Ja, aber warum drehen, wenn man auch hier sein Boot abstellen kann? Es ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Es ist ein. Mir in den Augen.
Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier. Jetzt, wo du es sagst. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Nur. Also ich glaube, drüber springen geht hier nicht. Also würde mich jetzt wundern, wenn das gehen würde. Oder könnte Einfrieren funktionieren? Einfrieren könnte funktionieren, ist eine Möglichkeit, warte mal. Aber. Und wenn du deine Axt benutzt? Ist sie. Mensch, Mimir, was wären wir ohne dich? Oh, das ist hier so eine Truhe. Ich will aber. Hack selber wichtig. Warte mal. Eine Idee. Eps. So. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Redmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut. Boah, das lese ich mir nicht alles durch, Leute. Eieiei. Hedmar ist für zwei Dinge bekannt. Erstens war es eine der großen Waffenschmiede von Svartalfheim. Zweitens sind seine Söhne alter allesamt Drachen. Es stimmt. Hedmar zeugte die Drachen, die man heute als Regin, Fafnir und Ötre kennt. Ich kenne mal aus dem ersten Teil. Es war zwar kein sonderlich guter Vater, sofern man Vaterqualitäten nicht an der Menge des Feuers misst, das seine Söhne speien können, aber er konnte verdammt gute Plattenharnische schmieden. Odin wollte, dass er die Rüstung der Einherjar entwirft. Hedmar kam der Bitte nach. Mit der Bitte nachkommen meine ich natürlich, er baute eine fatale Schwachstelle in die Rüstung ein, sodass die Brustplatten beim leichtesten Hieb zerbrachen wie altes Brot. Etwa ein Dutzend Einherjar starb, bevor dem Allvater klar wurde, was passiert war. Er wurde erwischt, als er versuchte. Kann ich umdecken. Ja. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. So, wir müssen gucken. Also wir haben hier ein B, wir haben das F und wir haben da hinten das Ding. Warte mal. Ich weiß nicht, ob. Diesmal muss man, glaube ich, nicht. Manchmal muss man auch Schnelligkeit gehen. Und manchmal geht's auch so und wir haben eine Truhe. Ein Apfel. Genug Äpfel gesammelt, maximale Gesundheit erhöht. Maximale Gesundheit erhöhen ist, glaube ich, mit Abstand im Moment das Beste, was uns passiert. Ja, gute alte Zwergenhandwerkskunst. Genau, Kletter voraus. Weise uns den Weg, Atreus. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Ja, es gibt auch einen schnelleren Weg. Einfach. Oh Gott. Vorsicht, links! Ich. Aber weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache das genauso. Bam. Halten Sie L1 gedrückt, um Standard- und schutzdurchdringliche Angriffe Kleberring zu absorbieren. Was waren das überhaupt für Viecher? Kontext. Wissen? Feinde wahrscheinlich. Nope, das ist nicht. Freunde waren es aber auch nicht. Na egal. Das ging diesmal ein bisschen einfacher. Hinter dir!
Ey, du kannst aber auch nicht. Atreus. Okay. Linke Seite, Bruder. Wo kommen die denn überall her? Die Nerven. Dann nehmen die so viel Lebensenergie weg. Wir müssen Atreus. Den letzten ganz gut jetzt in Schütz. So. Wir müssen. Also die ziehen dieses Jahr aber mal so viel mehr Lebensenergie ab als das letzte, also beim letzten Spiel. Jetzt auch nicht so. Aber schon krass, was die da wegkloppen. Vor allem die Viecher hier, Alter. Nicht gerade. Schön. Dann gut, dass wir Gesundheit erhöht haben, sage ich so wie es ist. Sonst wäre das echt ein bisschen dumm gelaufen, glaube ich. Wir haben ja schon bei denen gekrepiert. So, das haben wir dann auch. Ich laufe hier einfach runter. Kratos ist hart im Nehmen. Ja, das Rad will ich hier auch noch irgendwie zum Laufen kriegen. Komplett vergessen. Wie wäre es mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Oh, wow. Ganz genauso abgesenkt, wie wir es brauchen. Ich bin halt gut. Wie man es nehmen will. So. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbul Winter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbul Winter nicht immer Winter wird. In Midgard schon, aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire, beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extremer. Ich finde das aber cool, dass man die Geysire... einfach machen kann. Na gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nächstes Mal machen wir in Svartalfheim weiter. Lasst gerne ein Like da und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss!